Da sind wir wieder mit einem neuen 7 Days 7 Looks Video mit 7 verschiedenen Outfit-Ideen für den Rest des Sommers. Der Montag beginnt mit einem ärmellosen Stricktop von COS und einer weißen, knöchellangen Jeans von Arkit. Jeans trage ich im Sommer gerne in hellen Farben und kürzerer Länge. Bei den Schuhen greife ich zu weißen Zehentrainer-Sandalen mit einem kleinen Absatz von The Wow. Um das Outfit noch etwas sommerlicher und leichter zu halten, wähle ich als Tasche eine Korb- bzw. Flechttasche von Dragon Diffusion. Damit haben wir eine dunklere Abstufung vom Braun, das schon im Top zu finden ist, was den Look besser abrundet im Vergleich zu einer schwarzen Tasche dazu beispielsweise. Natürlich trage ich auch hierzu eine Sonnenbrille. Aktuell lässt sich die Sonne ja glücklicherweise wieder blicken. Dieses ist ein schmales, ovales Modell von Celima Optique. Ja, das wäre ein schönes Spätsommer-Outfit für den Alltag. Hier stecke ich meine Haare noch mit einer großen Spange von Arke zusammen. So trage ich die Haare bei warmem Wetter hin und wieder mal und ich finde, das passt auch irgendwie ganz gut zu diesem Outfit. Wir machen weiter mit dem Outfit vom Dienstag und starten mit einem Teil von meinem Kooperationspartner in diesem Video, Ascot. Ich trage hier deren Longsleeve-T-Shirt in Medium, damit es an mir lockerer sitzt. Dazu kombiniere ich eine Stoffhose von Paloma Wool. Ich wollte, dass die Farben dabei so ähnlich wie möglich sind, damit wir diesen Tonal-Look haben. Und bei den Schuhen würde ich zu einer helleren Farbe greifen, damit sich diese vom dunklen Look etwas absetzen. Das sind jetzt weiße Sandalen von The Wow. Bei der Tasche, ich finde eine kleine festgeformte Tasche passt hierzu am besten. Daher haben wir hier die Half Moon Bag von The Wow. Ascot baut stark auf dem Modell einer Capsule Wardrobe, also wenige Pieces, mit denen man aber viele Looks im Alltag kreieren kann und die auch so lange wie möglich halten. Auch mir ist es wichtig, dass ich die Teile immer wieder tragen kann und ich mir dann neue Kombinationen mit den Teilen überlege, damit auch Basics nicht zu basic sind. Die Ohrringe, die ich hier trage, sind übrigens von Lee's Studio. Die finde ich ganz cool. Die Idee bei diesem Look ist, dass es ein weites und super bequemes Outfit ist, in einer einheitlichen Farbe, weil ein Tonal-Look immer nach mehr Intention aussieht, welches dann durch die Accessoires, also den Ohrringen, den Absatzschuhen und der kleinen Tasche, abgedresst wird, sage ich mal. Zu guter Letzt noch eine Sonnenbrille dazu. Diese ist von Celine. Ich würde den Look zu einem Dinner-Date tragen. In dem Outfit fühle ich mich einfach entspannt, aber trotzdem schick genug. Und weiter geht's mit dem Mittwoch. Dieser ist für die etwas kühleren Tage gedacht, denn hier trage ich einen schwarzen Strickpullover von Arkit. Dazu kombiniere ich eine Hose von Amomento. Die ist etwas cropped in einer Off-White-Farbe und aus einem eher glatteren Stoff. Bei den Schuhen greife ich zu weißen Mesh-Ballerinas von Dear Francis. Da haben wir es zumindest an den Füßen dann etwas luftiger. Die Mesh-Schuhe bestätigen für mich die Wrong Shoe Theory, also Schuhe, die eigentlich nicht zum Outfit passen, dem Outfit aber dadurch mehr Charakter verleihen. Das alles wirkt einfach ein Ticken interessanter. Und als Tasche haben wir hier eine schwarze Ledertasche von bei Marlene Birger. Sie ist glatt und hat eine feste, starre Form, was ganz gut in Kontrast zum weichen Pullover und den bequemen Schuhen steht. Wenn ich für meinen Stil drei Wörter finden bzw. definieren müsste, wären das definitiv schon mal comfy und chic. Aber auf ein drittes Wort kann ich mich nicht recht festlegen. Vielleicht habt ihr da ja eine Idee, welches passen würde. Schreibt mir das gerne mal in den Kommentaren. Bei der Sonnenbrille wähle ich diesmal ein großes Modell. Diese Sonnenbrille ist von Celine, wie fast alle meine Sonnenbrillen, die ich euch in diesen Videos zeige. Das kennt ihr bereits. Und das wäre das Outfit. Ich wollte euch dieses Outfit aber noch mit anderen Schuhen zeigen. Hier habe ich etwas spitzere Slingback-Perms von Chanel, die so zweifarbig sind. Diese machen das Outfit etwas femininer, würde ich sagen, und irgendwie auch klassischer. Aber kommen wir zum Donnerstags-Look. Hier starten wir wieder mit einem Longsleeve aus Biobaumwolle von Ascot, aber diesmal in weiß und in einer kleinen Größe, nämlich XXS. Außerdem kombiniere ich das Shirt mit einer Anzugshose von Totem. Die Hose geht also hier mehr in die Business-Richtung statt in die Freizeitrichtung wie die Hose vom Dienstag. Trotzdem halten wir das Ganze auf ein gewisses Comfort-Level.
Bei den Schuhen sind es beispielsweise relativ flache 10-Trainer-Sandalen von Kate, also keine hohen Absätze. Die Tasche ist die von bei Marlene Bilger. Ja, das Outfit mit dem Basic Longsleeve ist clean, etwas Office, etwas Freizeit, chic und casual eben. Hier kommt auch nochmal eine Sonnenbrille von Celine dazu, diesmal ein schmales Modell. Eine Abwandlung von diesem Look habe ich aber auch noch. Ich stecke das Shirt diesmal in die Hose und füge einen dünnen Ledergürtel von COS hinzu, den man da so zusammenknotet. Und die Absätze bei den Schuhen werden etwas höher. Ich trage hier Sandalen von Totem. Ja, es ist nicht wirklich anders, aber doch hat es einen leicht anderen Vibe, würde ich mal sagen. Für den Freitag habe ich ein Outfit für den Abend vorbereitet. Das erste Teil dafür ist ein weißes Leinenhemd aus der Menswear Section von Ascot. Den Schnitt von Männerhemden gefällt mir persönlich immer am besten und lässt sich auch meiner Meinung nach am einfachsten kombinieren. Hier kombiniere ich es zu einem langen schwarzen Rock von Cortana. Ich habe ja bereits im letzten Video gesagt, dass ein weißes Leinenhemd unbedingt zu einer Capsule Wardrobe gehört. Und ich wollte hier mal eine Kombination integrieren, die man vielleicht nicht allzu häufig sieht. Die Inspiration dazu habe ich aber von keiner geringeren als Carolyn Bessette Kennedy. Man könnte auch einen Satin- oder Seidenrock nehmen. Er sollte aber, wenn es geht, bodenlang sein. Auch bei den Schuhen wollte ich keine offensichtliche Wahl machen, also ziehe ich Ballerinas dazu an. Diese sind die von Chanel. Beim Schmuck kann man auch eigentlich alles machen. Zum Beispiel würde diese große Kette von Mosquito gut dazu passen. Ich entscheide mich aber für die silbernen Ohrringe von Lee Studio. Schlicht, aber nicht zu schlicht. Bei der Tasche wird es die kleine The Row 90s Bag. Und fertig ist der Look. Wer hätte gedacht, dass ein oversized Männerhemd so edel aussehen kann? Falls es noch etwas frischer sein sollte, kann man hierzu noch einen längeren Blazer dazu anziehen. Dieser hier ist von bei Marlene Bilger. Mir gefällt der Look auf jeden Fall sehr und den hatte ich auch mal zu einem Abendessen tatsächlich an. Der Samstag startet mit einem navyblauen T-Shirt von Ascot und schwarz-weißen Frotti-Shorts von Vogue Collection. Es startet also ziemlich sportlich, aber das Sportliche brechen wir jetzt mit den Schuhen und zwar mit den Tabby Perms von Maison Margiela. Dieses Unerwartete verleiht dem Outfit das gewisse Etwas. Ich kombiniere die kleine The Vogue-Tasche dazu. Also haben wir sportliche Basics und schicke Accessoires. Das T-Shirt ist super klassisch, nicht zu eng, nicht zu weit. Die Ärmel sind weder zu kurz noch zu lang. Die wohl zeitloseste Form bei T-Shirts. Und auch dieses T-Shirt von Ascot besteht aus 100%iger Biobaumwolle. Und bei Ascot kann man außerdem bei jedem Produkt nachlesen, welche Ressourcen für die Herstellung verbraucht wurden. Der CO2-Ausstoß beträgt bei diesem T-Shirt beispielsweise 2,1 Kilogramm. Und auch die monetären Kosten sind aufgeschlüsselt. Alles echt gut veranschaulicht und informativ. Aber zurück zum Outfit. Hier kommt noch eine Sonnenbrille dazu. Eine semi-transparente braune Sonnenbrille von Dimai bei Dimai. Und fertig ist der Look. Wem die Tabby Pumps etwas zu krass sind, hier wäre das Outfit noch einmal mit Ballerinas. Hauptsache es sind keine Sneakers und auch keine Flipflops. Stichwort ist nämlich wieder Wrong Shoe Theory. Man könnte hierzu auch einfach das weiße Leinenhemd wie das von Ascot überwerfen. Dann hat man noch eine leichte Schicht für den Abend beispielsweise. Und da wären wir beim letzten Outfit, der Sonntagslook. Hier ist die Devise so bequem wie möglich, aber gleichzeitig so edel wie möglich. Ich will nicht sagen Quiet Luxury, aber im Prinzip geht es in die Richtung. Angefangen mit der Capri Leggings und einem Kashmir Hoodie von Philippe K. Absolute Wohlfühlteile, aber ich finde bei beiden sieht und fühlt man die Qualität. Nächster Punkt, die Schuhe. Da kann man es sich fast schon denken. Ich wähle nämlich die Chanel Ballerinas. Bequem ohne Ende, aber die Schuhspitze aus Lackleder, die macht auf jeden Fall was her. Die Tasche ist von bei Marlene Bilger. Ich qualifiziere sie als lässig, aber edel ein, da sie aus glattem Leder ist, aber eine steife Form hat. Und dann runden wir das Ganze mit einer schmalen Sonnenbrille von Celine ab und fertig. Das wären wieder meine 7 Days 7 Looks. Das sind so meine Outfit-Ideen für die restliche Sommerzeit bzw. ja, für so Spätsommer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!